So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Wonders. Wie im letzten Part schon gesagt, es ist größtenteils blind. Ich habe allerdings ein paar Videos gesehen, die ungefähr bis Welt 2 gegangen sind. Deswegen kenne ich so grob das Konzept des Spiels und so ein paar Fähigkeiten kenne ich. Aber sehr viel kenne ich auch nicht. Also, es wird relativ schnell richtig blind werden. Gut. Wir haben letztes Mal die ganzen ersten Level abgeschlossen und sind jetzt hier in der richtigen Welt 1 angekommen. Und haben wir erstmal eine Auswahl, verschiedene Sachen zu machen. Wir gehen gleich mal hier hin. Ich glaube, das ist, ja genau. Das ist so ein Level, es heißt auch schon Verschnaufpause. Ich habe den Sinn von den Level noch nicht so ganz verstanden. Wahrscheinlich sind es wirklich einfach Verschnaufpausen. Denn man kann hier ganz einfach... Ja, kriegt man hier... Es scheint so eine Art Level zu sein, bei dem man einfach so ein bisschen lernt. Oh, das war doof. Bei dem man einfach so ein bisschen lernt, was man alles machen kann. Aber ihr seht schon, das war das Level. Also, I don't know, was man davon halten soll. Sind einfach geschenkte Wundersamen. Richtige Verschnaufpause auf jeden Fall. Ja, ist auch als Level eingetragen, ist auch abgehakt. Passt. So, hier gibt es jetzt, glaube ich, einen Shop. Richtig. In diesem Laden blüht jeder Kunde auf. Wir verkaufen alles Mögliche, bezahlt wird mit Blumenmünzen. Und in diesem Shop gibt es Belohnungsmünze. Erhalte für das Besiegen von Gegnern. Okay, das sind Abzeichen, die man kaufen kann. Also die müssen wir natürlich alle kaufen. Dann kann man auch immer einen Wundersamen kaufen, was auch sehr interessant ist. Das ist so ein bisschen wie in Dings, dass man Monde kaufen konnte in Odyssey. Leben kaufen wir natürlich nicht. Dafür geben wir keine Münzen aus. Aber diese Zufallsaufsteller kaufen wir. Ich gehe mal auf Überaufsteller. Aufsteller kannst du überall in einem Level platzieren. Ein Aufsteller ist eine Markierung, die sagt, ich war hier. Aufsteller platzieren. Ducken und dann X scheinbar. Okay. Während des Online-Spiels kannst du von Spielern aus der ganzen Welt platzierte Aufsteller nutzen, um dich wiederzubeleben, wenn du ein Phantom bist. Deine eigenen Aufsteller könnte ich nicht wiederbeleben, doch sie helfen anderen Online-Spielern. Ja, also, da geht es jetzt weniger darum, diese Aufsteller zu nutzen, sondern es geht mehr darum, einfach alle Aufsteller zu sammeln, die man halt so finden kann. Na, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich jetzt hier einen kaufe. Das ist so ein bisschen Gambling. Irgendeinen Aufsteller kriegt man halt. Na, und ihr seht schon, es gibt sehr viele. Kann man da jetzt immer weiter kaufen oder wie ist das? Ah, Tatsache. Okay. Aber ich glaube, das würde ich dann eher in Richtung Schluss machen. Weil, nein, ich will kein anderes Abzeichen anlegen. Einfach aus dem Grund, weil ich meine Münzen natürlich für wichtige Sachen hergeben will und jetzt nicht für Aufsteller. Na? Also, ergibt, denke ich, Sinn. Okay. Dann gehen wir mal in die zwei Level hier. Und was ist das hier? Reist zusammen. Was bist du? Schön, dich zu treffen. Ich bin Professor Antenne. Sprich mich gerne jetzt an, wenn du etwas für das Online-Spiel lernen möchtest. Teile dein Abenteuer mit Spielern aus der ganzen Welt. Spielst du online, kannst du den Spaß mit Leuten auf der ganzen Welt teilen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Spiele in einer schwierigen Situation... Klingt da... weiß ich nicht. Online-Anleitung. Ach Gott. What? Okay, lass mich mal kurz lesen. Beim Online-Spielen bemerkst du vielleicht Geister von anderen Spielern, während du spielst, okay? Diese Geister sind aus der ganzen Welt, die gleichzeitig mit dir spielen. Ach so. Indem sie Phantome retten oder Itemballons miteinander. Okay. Ah, okay. Okay, ah, weiß ich jetzt nicht. Ja, das mache ich über die Antenne, okay. Was sind Herzpunkte? Okay.
Okay. Wie gesagt, ich glaube, das lassen wir mal. Wir machen einfach mal Level. So. Auf dem Rücken mancher großen Gegner kannst du sogar stehen. Ja, und die zerstören auch hier alles. Kann ich überhaupt töten? Weiß es gar nicht. Ah ja, ich kann sie töten. Okay. Das war knapp. Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Ah, okay. Okay, da muss jetzt so ein Viech wahrscheinlich rein schicken. Ah, da ist auch schon. Komm mit. Oh. Sehr gut. Wunderbar. Haben wir schon die erste lila Münze. Und jetzt habt ihr ja auch gelernt, wofür die lila Münzen gut sind. Ne? Also die normalen Münzen sind gar nicht so relevant. Wichtig ist die... Wichtig ist, die lila Münzen zu finden. Ah, die Mütze ist schon cool. Aber ich glaube, ich mache sie eher mit R auf. Ja, mit R ist es schon einfacher. Hui. Zweite lila Münze. Immer. Okay, nö, wir behalten den Ballon. Den Ballon, was? Den Elefanten, meine ich. Guck mal, da hinten ist was. Da muss ich jetzt irgendwie so ein Viech reinschicken. Okay, tschüss. Ah ja, hier, da kommt er. Kannst du da einfach reinrennen? Ja, kann er. Sehr cool. Oh, und jetzt kommt... Ah, okay, das ist wieder so ein Rennen. Da kommt jetzt so eine Horde von solchen Viechern. Bekomme ich hier Zeit? Hier bekomme ich Zeit, okay. Hä? Okay, das war ja interessant. Was? Warum ist jetzt Dings vorbei? Warum ist jetzt Dings vorbei? War da oben nicht 60 Sekunden oder so? Kann ich das nochmal starten oder habe ich jetzt verkackt? Oh, ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, ich habe verkackt. Ja, dann muss ich das nochmal machen gleich. Kann ich direkt neu starten? Starte ich dann an der Zielstange neu? Ich will das Level nicht komplett neu starten. Ich will nur an die... Ah, wir beenden es erstmal, dann machen wir diesen Samen nachher. Ja. Dann kann ich ja schon mal die andere lila Münze vielleicht sammeln. Ne? Ja, ich glaube, hier unten kommt man jetzt nur ran, wenn man Dings nutzt. Genutzt hätte. Okay, das können wir aber vielleicht jetzt trotzdem schon mal machen. Oder auch nicht. Nein, falsche Richtung. Du bist doch doof. Falsche Richtung. Rennst du bitte hier in die Richtung? So ist gut. Jawohl. Und jetzt in die Richtung. Komm. Hallo. Hier lang. Sehr gut. Oh, das ist jetzt schlecht. Komme ich da jetzt überhaupt ran? Oh, nein, ich muss ihn nutzen. Ja, oh, sehr cool. Sehr cool, okay. Gut. Ja, den ersten Wundersamen haben wir natürlich nicht bekommen. Weil, das habe ich ja grandios verhauen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wieso. Da oben war eine Zeit, aber da stand 60 Sekunden oder so. Ich weiß nicht, warum es plötzlich vorbei war. Du hast einige Wundersamen gesammelt, die können uns bestimmt noch nützlich sein. Ne, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich weiß, dass ich jetzt 10 Stück habe. Wir machen jetzt erst noch das Level hier zu Ende. Jetzt kann ich ja eigentlich zu der Stelle rennen, wo das Wundersamen war, ne? Das müsste jetzt ja eigentlich recht gut gehen. Alles andere... Ach, verflucht. Alles andere kennen wir jetzt ja schon.
Da war das, genau. Ihr könnt alle weg und du kommst hier einmal angerannt. Scheiße. So, was habe ich jetzt falsch gemacht? Guck mal, da oben ist 60 Sekunden. Ich gehe jetzt einfach mal nicht an diese komische Blubberblase ran. Ich glaube, die müssen... Ja, die müssen das Ziel wegrennen, okay. Aber trotzdem weiß ich da nicht, was ich vorhin falsch gemacht habe. Da ist er! Sehr schön. Ja, aber trotzdem weiß ich nicht, was ich vorhin falsch gemacht habe. Na gut. Wie auch immer. Ja, hier würde ich... Das würde ich jetzt natürlich feiern, wenn ich nicht schon gewusst hätte, dass da hier so eine lange Stange kommt. Na. Ist eine coole Idee. Ist eine absolut coole Idee. Aber ich kenne halt die ersten Sachen noch. Das ist halt eher als halt ein bisschen ärgerlich. Ich versuche so schnell wie möglich zu spielen, dass es gleich blind wird. Na, so in 2, 3 Parts dann hoffentlich. So. Ich weiß immer noch nicht, das hier sieht irgendwie verdächtig aus, aber ich kann da nichts machen. Egal, gehen wir in das Roll-Level rein. Roll-Roll-Rolf. Schwierigkeit 2. Genau. Na, Rolf kann man losrollen lassen, dann haut es in eine Lücke und dann ist das wie so ein Trampolin. Sehr cool. Los, Rolf, rolle. Und roll nochmal. Ui. Das ist schon witzig. Let's go. Nein, ich hab's verpasst. Huch! Alter, diese Zusatzblöcke erschrecken mich jedes Mal aufs Neue. Wieso war denn da jetzt? Jetzt ist da eine Krone dran, okay. Da war jetzt einfach so ein Zusatzblock. Na gut. Ah, da unten ist die richtige Pflanze. Nice. Hui. Oh, oha! Da war einfach ein Secret. Ja, cool. Und die sammelt jetzt von selber ihr Zeug? Nein, okay. Wie kommt ja die anderen Münzen ran? Ja, okay. War wahrscheinlich nicht so wichtig, weil die wichtige Münze haben wir ja bekommen. Zack. Abflug. So. Nein, das war dumm. Aber ich krieg direkt wieder den Elefanten. Da ist Rolf hin. Guck mal, da ist schon wieder so eine komische Blubberblase. Aber was tut die? Weil die habe ich vorhin auch aufgemacht und dann war einfach vorbei. Guck mal, hier ist eine richtige, eine große Pflanze, die wollen wir mal wässern. Oh, die tut gar nichts. Aber die da unten tut was, oder? Ja, die gibt mir Münzen. So, dich kann ich jetzt hochschießen. Ja gut. Oh lol. Der Block an der Seite hat so ein Wunder, also ist so eine lila Mütze ausgelöst. Okay. Vorsicht. Oh! Jetzt haben wir den gefunden. Sehr gut. Okay, da haben jetzt auch wieder so Zeitlimit. Hallo? Let's go! Oh mein Gott! Riesiger Wolf. Oh, das war einfach. Das war sehr einfach, aber ist auch in Ordnung. Und jetzt kommt das Ziel. Jawohl. Wahrscheinlich hätte ich schon reinfliegen können, aber wir machen es mal. Auf Nummer sicher. Sehr gut.
Dann können wir jetzt gleich mal kontrollieren, ob wir jetzt bei beiden Leveln auch einen grünen Haken bekommen haben. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ach, da geht jetzt ein Level auf. Ach, das ist eine Verschnaufpause. Okay, Wundermarkenmusik. Sammle 100 Münzen, als ein Wonder. Ja, gut. Nichts Neues. Also ihr seht, ne, diese Verschnaufpausen, es ist halt... Sie sind da. Ne? Also sie sind halt da, die Verschnaufpausen. So, ich weiß auch nicht. Das sind einfach lustige Level, keine Ahnung. So. Sehr schön. Felsblockade. Wie furchtbar, nur dieser gemeine Baus ist schuld daran, dass hier ein Fels auf den Weg gefallen ist. Ich würde ihn zu ganz zerbrechen, aber er ist einfach so riesig. Wenn ich doch nur 10 Blumenmünzen hätte. Ja, kann ich dir geben. Wenn das alles ist, dann easy. Alles klar. Dann gehen wir doch gleich mal hier hoch. Mit der Kraft, die du mir geschenkt hast, konnte ich den Fels zerschmettern. Dein Weg ist jetzt frei. Nice. Ist aber alles noch Welt 1, oder? Huch. L. Ja, ist alles noch Welt 1. Röhrenfelsenwiese. Cool. So, ich wollte die Level kontrollieren. Sehr schön. Alles. Alles abgehakt. Perfekt. Eine ganze Münze haben wir bekommen. Krass. Da ist schon wieder so... Ach so, guck mal. Und das geht dann auf, wenn wir mehr Level schaffen. Steuerung anpassen. Nee, alles cool. Oh! Oh, lol. Also auf der... Habt ihr es gesehen? Hier war eine Münze. Also auf der Overworld gibt es auch versteckte Sachen. Man muss die also wirklich gut ablaufen. Ach, guck mal, hier auch noch eine Münze. Ich meine, es war so eine Münze, aber... Was? A? Hä? Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Das kannte ich nicht. Tolle Aussicht. Was für ein Ort, um jemandem zu begegnen, findet ihr nicht? Ich war ganz auf meinen Schatz zurückkonzentriert, als ich in den Sturm geraten bin. Schätze habe ich hier nicht viele gefunden, aber der Ausblick ist toll, oder? Wahrscheinlich gibt er mir wieder Blumenmünzen. Ja, okay. Also immer, wenn man einen Tod findet, kriegt man 50 Blumenmünzen. Finde ich super. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das ist ja lustig. Das ist ja wirklich lustig. Da bin ich jetzt ja fast erstmal gereizt, die Overworld noch mehr abzulaufen, bevor wir in die Level reingehen, ne? Ob wir hier auch schon irgendwas in den Ecken verpasst. Oh, lol! Ob wir hier irgendwas in den Ecken verpasst haben. Nein, hier ist nichts tatsächlich. Die Wolke sieht verdächtig aus. Nee, auch nicht. Okay. Jetzt will ich überall was finden. Jetzt bin ich hier, ne? Okay. War tatsächlich nur die eine Ecke. Gut. Aber gut zu wissen. Overworld ablaufen lohnt sich. Rasende Rollschuh-Koopas. Ja, rein da. Schwierigkeit 2. Da oben sehe ich doch schon... Oh, ja, da sehe ich einiges. Dann gehen wir doch erstmal hier hoch. Yay! Nee, wir bleiben Elefant. Oh! Was bist du denn? Ach so, das... Okay, das führt mich in so einen... Noch 4. What? Ah, muss ich die killen? Ja, easy.
Was ist das? Oh lol. Okay, das war auch cool. Aber wie viel habe ich jetzt verpasst auf dem Weg hierher? Ah, okay, hier waren wir. Also nichts verpasst. Sehr gut. Keine Blume für mich. Da kann ich doch bestimmt hoch. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, da kann ich doch bestimmt hoch. Da ist auch einfach ein Dings. Okay, aber mehr als ein paar Blumenmünzen waren jetzt auch nicht, ne? Okay. Gut, gut, gut. Da ist wieder was zum Ziehen. Oh, nochmal was zum Ziehen. Okay, Münzen. Okay. Nein. Ich will den Elefant behalten. Lol, da ist die dritte Münze gleich. Okay, cool. Kann ich hier? Nein, sah so aus. Aber irgendwann muss noch der Wundersamen kommen. Da ist er. Let's go. Ah, hier muss ich jetzt... Da muss ich jetzt die Dinger finden. Da ist keiner. Ah, kann ich hier hoch jetzt? Nee. Okay, nee, dann geht's erstmal nach links wahrscheinlich weiter. Ah, scheiße. Da ist einer. Aber das ist jetzt ja Nummer 4 gewesen. Ich check nicht ganz. Ah, lol, jetzt ist hier mehr. Ah, okay, dadurch, dass man manche einsammelt, gehen weitere Wege dann auf. Ah. Ich verstehe. Und jetzt haben wir den ganz rechts gesammelt. Und jetzt muss irgendwo weiter drüben einer... Einer sein. Ja, den Pilz nehmen wir gerne mit. Okay, da ist einer. Klimper, klimper. Gut, dass das nicht auf Zeit ist. Ich würde mich ja gerade komplett anstellen. Und jetzt muss da oben noch irgendwo einer. Ah, mein Gott, ja, da ist er. Cool. Jetzt muss ich noch ganz nach oben kommen. Ach, Mist. Komm, wir machen mal hier unseren Elefanten. Bevor das hier noch schief geht. Ich stelle mich ja wirklich ganz schlimm an hier gerade. Okay, cool. Sehr schön. Damit haben wir den auch mitgenommen und segeln wieder komplett runter. Aber ich denke, damit haben wir auch alles jetzt mitbekommen, was wir hier mitnehmen sollen, wollen, konnten. Oh, ein Stern. Wofür bist du denn jetzt noch da? Einfach, um noch ein bisschen Spaß zu haben beim Rennen. Cool. Schön, schön. Sehr, sehr schön. Let's go! Cool. Und jetzt geht dieses... Ist das wieder eine Verschnaufpause? Ja, ne? Ja, Fliegrolf. Okay, dann lassen wir den Rolf mal fliegen. Wohin auch immer der Rolf fliegen will. Ah. Wolf will darüber fliegen. Das war's. Also, haben wir jetzt richtig verschnauft, ne? So, puh. Gut, dass wir eine Verschnaufpause hatten. Das war sehr wichtig jetzt. Okay. Wunderbar. Ah, lol, hier ist nochmal eine Münze. Ja. Dann haben wir jetzt hier noch falsche Mütze 1, Abzeichentest. Ah, okay.
Das ist jetzt also dein Level, was die Mütze testet, ob ich sie nutzen kann. Ja, let's go. Ich werde dir gleich zeigen, wie ich die Mütze nutzen kann. Easy. Weiter so. Ja, ich arbeite dran. Ich will aber erstmal hier hoch. Ja. Komm ich nicht. Dann von hier drüben. Nice. Sehr schön. Wunderbar. Nummer 2. Oh, was tue ich? Was tue ich? Okay, puh. Ja, die hat aber fast einen Abflug gemacht. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mein erster Tod. Nein, wieso habe ich die jetzt nicht mitgenommen? Jetzt. Okay, diesmal warten wir. Das ist doch schneller hochgegangen, als ich dachte. Sehr schön. Wunderbar. Cool. Dann haben wir hier oben, denke ich, alles gesehen, oder? Lol, jetzt war da ein Dings drin. Also, das lohnt sich, den immer wieder auszulösen. Okay. Alles klar. Verstanden. So, haben wir alles hier? Sehr gut aus. Wunderbar. Hier unten haben wir auch alles. Dann können wir ja hier aufmachen. Was bist du jetzt? Wicklerrennen über Stock und Stein. Okay. Wicklerrennen. Halte beim Lauf Y gedrückt und sage, okay, ja. Also einfach Wettlauf gegen Wickler. Muss ich jetzt hier auch so lila Münzen finden? Oder kann ich mich komplett aufs Rennen konzentrieren? Ah, ich nehme an, die Mütze verlangsamt mir. Die hole ich garantiert nicht da unten, die Mütze. Ja, okay, der ist schneller als ich. Oder liegt es am Elefanten? Ich weiß es nicht. Aber der ist grundsätzlich schneller als ich. Also wenn ich nicht... Wenn ich irgendwo aufgehalten werde, habe ich ein fettes Problem. Okay, jetzt hat er erstmal ein Problem. Oder ist er weg? Okay. Ich dachte, ich habe ein Problem, aber ich habe gar kein Problem. Nein, jetzt bin ich hängen geblieben. Aber scheinbar gibt es keine lila Münzen. Also keine großen. Oh Mist! Unten hätte ich lang gemusst. Ah, schaffen wir das noch? Oh mein Gott, ganz schön knapp. Also da darf man nicht viel Quatsch machen. Da darf man nicht viel Quatsch machen, tatsächlich. Sehr cool. Cool. Ja, wunderbar. Schöne Sache. So ein kleines Time Trial einbauen. Gefällt mir. Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich sowas in den Videos gesehen habe, aber gut. Ich sage ja, ich habe nicht so viel aufgepasst. Wir haben ein Wicklerrennen gewonnen, eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wickler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatischer Superpilzabzeichen zu schenken. What? Ah, da kann ich groß in Level starten. Nein, ich will meine Mütze behalten. Also es muss schon ein sehr krasses Abzeichen geben. Nein. Es muss schon ein sehr krasses Abzeichen geben, dass ich meine Mütze hergebe. Na? Die Mütze ist schon sehr, sehr sick.
Gut. Ach, guck mal, da ist dann das Boss-Level. Da könnten wir auch schon rein. Sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schändlichen Zwecke verwenden. Ja, aber wir haben erstmal hier noch Level zu besuchen. Schwierigkeit 4, Galopteros-Stampede. Okay. Und hier runterwärts. Abzeichentest Klimmsprung. Oh, machen wir doch das gleich mal. Ich glaube, da kriegt man auch jetzt ein neues Abzeichen automatisch, wenn man in den Abzeichentest reingeht von dem Abzeichen, was man noch nicht hat. Springe gegen der Wand und drücke dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Genau, richtig. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen zusätzlich zum normalen Wandsprung, kann ich jetzt auch so gerade nach oben springen. Aber nur, wenn ich dieses Abzeichen eben habe. Na, sonst ginge das nicht. Oh. Kann man innerhalb des Levels Abzeichen wechseln? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss... Ich glaube, man kann immer nur eins nutzen. Ja. Also, wenn wir solche Level halt haben, wo man das braucht, kann ich nicht gleichzeitig die Mütze nutzen. Das war sehr smart von mir. Ah, okay. Okay, da ist was ich haben will. Sehr schön. Na, ich falle schon wieder runter. Sehr gut. Da ist das Ziel, aber mir fehlt noch ein Dings, ne? Mir fehlt noch eine Münze. Eine große. Dann muss die da oben sein. Jawohl. Okay, komme ich jetzt da hin? Hä? Ach so, ich kann das kombinieren mit einem Wandsprung. Ah, das ist sick. Das ist sick. Okay. Cool. Aber wir bleiben natürlich bei der Mütze. Außer wir brauchen den halt irgendwann. Das werden wir dann aber im Level erst feststellen. Wir bleiben erstmal bei der Mütze. Nein, wir legen das nicht an. Okay, was sind wir hier? Blick in die Sterne. Interessierst du dich für die Sterne eines Levels? Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Ja, weiß ich doch. Das weiß ich doch. So, hier haben wir jetzt... okay, wieder versteckte Münze. Ich laufe erstmal alles ab. Vielleicht finde ich ja irgendwo was. Na, das ist die Röhre hier. Das ist das A. Ich glaube, hier ist nichts weiter Spannendes. Halt! Da war ein A. Oh mein Gott. Wieder ein Toad? Ja, wieder ein Toad. Lol, ist das die letzte Welt? Hier sieht so aus. Was für ein Ort, um hier... Ja. Quatsch nicht rum. Okay, also die Texte von denen sind irrelevant. Aber die 50 Münzen nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Da kenne ich nichts. Gut. Kampfparty. Spike-Versteck im Sinkröhrental. Und Röhrendickicht im Sumpf. Ich denke, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Es wird noch die gleiche Aufnahmesession sein. Also ich glaube, einen Part nehme ich noch. Na, wobei. Nein, ich denke, ich schließe die Aufnahmesession hier ab. Ihr habt mir vielleicht schon geschrieben, was ihr anders haben wollt, ob ihr die Blumen so haben wollt oder nicht. Ich hoffe, ich komme möglichst gleich wieder zum Aufnehmen. Aber jetzt machen wir erstmal die zwei Parts und dann könnt ihr mir sagen, was ihr bisher so davon haltet. Danke fürs Zuschauen und tschüss.